Potsdam, Innenstadt, Hegelallee. Rechtsanwalt Michael Kirchhoff auf dem Weg ins Amtsgericht. Er braucht nur 2 Minuten. Die Kanzlei liegt unmittelbar am Nauener Tor, fast neben dem Amtsgericht. Wir sind hier beim Amtsgericht Potsdam. Das ist hier einer meiner häufigsten Wirkungsstätten als Rechtsanwalt. Ich behandle hier wirtschaftsrechtliche Fälle und auch ab und zu kleinere strafrechtliche Fälle. Das Interesse für Wirtschaftsrecht hatte Kirchhoff schon von Beginn des Jurastudiums an. Doch er merkte schnell, dass die Wirtschaft nicht im luftleeren Raum schwebt. Der Fiskus ist überall dabei. Kirchhoff wurde zusätzlich Steuerberater. Der rechtliche Bereich führt zwangsläufig zu steuerlichen Auswirkungen. Man denke dabei an Erbschaften. Das hat sowohl zivilrechtliche Auswirkungen als auch steuerliche Auswirkungen, beispielsweise Erbschaftssteuer oder Schenkungen hat man sehr häufig, lösen Schenkungssteuer aus. Das heißt, man muss immer beide Seiten berücksichtigen. Kirchhoff hat sich also nicht nur innerhalb des Anwaltsberufes spezialisiert, sondern gleich ein zweites Standbein geschaffen. So gelingt es ihm auch, die wirtschaftliche Flaute zu umgehen, die den Rechtsanwaltsstand ganz allgemein erfasst hat. Im Durchschnitt verdienen die etwa 138.000 Einzelanwälte in Deutschland nur noch weniger als 2.000 Euro im Monat. Frank Bitterhoff ist ein typischer Mandant und dankbarer Abnehmer des zweigleisigen Angebots. Für eine Vermittlungsleistung im Immobilienbereich hatte er vor Jahren eine Provision bekommen. Das war eine einmalige Sache, die ich auch in meiner damaligen Einkommensteuererklärung auch angegeben hatte. Und einige Jahre später war dann das Finanzamt der Meinung, es sei eine gewerbliche Tätigkeit gewesen, was es nun nach meiner Meinung nach nicht gewesen ist. Mein alter Steuerberater hatte mir daraufhin damals gesagt, ich soll schlucken, ja, ich kann da nichts dran machen. Und das war mir zu wenig und ich habe mich dann auf Empfehlung an Herrn Dr. Kirchhoff gewandt und ihm ist es dann gelungen, also eine sehr hohe Kostenbelastung von mir abzuwenden. Seitdem lässt sich Frank Bitterhoff von der Kanzlei umfassend betreuen. Auch Marion Starkic ist mit ihrer Firma schon seit Jahren Mandantin. Sie nutzt hauptsächlich das Angebot des Steuerberaters Kirchhoff. Neben den fiskalischen Dingen wird hier die gesamte Buchhaltung der kleinen Trockenbaufirma erledigt. Und wir nehmen natürlich Herrn Kirchhoff auch in Anspruch für die rechtlichen Angelegenheiten von unserer Firma und sind natürlich mit dieser Kombination sehr zufrieden, weil es ja auch relativ selten ist. Das betrifft in erster Linie Mahnverfahren, denn der Handwerksbetrieb hat wie so viele mit der schlechten Zahlungsmoral mancher Kunden zu kämpfen. Doch die Kombination aus Recht und Steuern bringt natürlich noch weitere Spezialisierungen hervor. Die Kanzlei Kirchhoff ist auch als Unternehmensberatung tätig. Und so mancher Existenzgründung hat sie auf die Beine geholfen. Ich hatte eigentlich überhaupt kein Geld dafür, weil so eine Existenzgründungsgeschichte kostet auch mal richtig Geld. Auch der Anwalt kostet richtig Geld. Und er hat eigentlich von sich aus gesagt, okay, wir haben mit offenen Karten gespielt, haben gesagt, gut, ich weiß Bescheid, ich weiß, es ist nicht so das Geld dicke da, aber wir machen es trotzdem und wenn es hinterher funktioniert und wenn wir dann Geld verdienen, verdient er ja auch wieder Geld, dementsprechend hat es funktioniert, also Vertrauen gegen Vertrauen und von daher, dabei ist es dann auch geblieben. Was nicht geblieben ist, ist der damalige Zuschnitt der beiden Unternehmen. Sowohl Gerüstbaufirma wie Anwaltskanzlei haben sich dem Markt angepasst und sind gewachsen. Kirchhoff befasst sich auch vermehrt mit Baurechtsfragen. Und auf ein Anziehen der Bautätigkeit freuen sich Gerüstbauer und Rechtsanwalt gleichermaßen.